Ich will auch eigentlich nur ein bisschen Werbung noch für die IDUG machen. Sicher. Aber zunächst mal herzlich willkommen an alle, die hergefunden haben. Das ist der absolute Knaller. Wir haben über 100 elektronische Tickets ja, verkauft, hätte ich fast gesagt. Also wir haben über 100 Anmeldungen und 60 Leute sind schon da. Das war zu guten Zeiten der Präsenz-IDUC-Treffen war das normal. Aber dann sind wir ja jetzt Gott sei Dank in der digitalen Zeit auch wieder bei diesen Zahlen angekommen. Also ich freue mich über jeden einzelnen von euch. Wunderbar. Da ich vermute, dass nicht jeder von denen, die hier sind, die IDUC Stuttgart kennen, mache ich ein kleines bisschen Werbung dafür. Und zwar möchte ich diese drei Links euch ans Herz legen. Die bleiben jetzt ein bisschen eingeblendet. Ich werde die vielleicht nachher auch noch mal in den Chat rein kopieren. Das erste ist unsere ja, Event-Seite. Das ist die Eventbrite-Seite. Da werden alle unsere Veranstaltungen, die immer kostenlos sind, werden da beworben. Da könnt ihr halt eben reingucken, um zu schauen, wann es eine neue Veranstaltung gibt. Natürlich könnt ihr euch dann eben auch bei dem Newsletter anmelden. Das ist dann hier der dritte Link. Warte mal, das ist lustig, wenn ich das so mache. Genau, wahnsinnig lustig. Also dieser Link hier, da wo Newsletter steht, das ist unser Newsletter. Da könnt ihr euch anmelden und dann belästige ich euch mit Mails, wenn es neue Veranstaltungen gibt. Und was ich auch noch mal kurz unterstreichen will, ist, wir haben einen YouTube-Kanal. Und da wäre es natürlich voll super, wenn ihr den nicht nur besucht, sondern, wie sagt man, eine Glocke da lassen, oder? Sagt man das so? Also wir haben da viele der vergangenen Veranstaltungen, die man sich anschauen kann. Unter anderem die mit Florian Süße, der hier ja auch anwesend ist. Und bis Weihnachten gibt es jeden Donnerstag ein neues Video aus der Reihe 60 Sekunden Photoshop. Jeden Donnerstag um 12 Uhr gibt es da eine Premiere zu Photoshop-Tipps. Genau. Das ist der Werbeblock. Dann noch der kurze Hinweis, dass diese Veranstaltung aufgezeichnet wird. Falls das irgendjemanden stört. Aber auf jeden Fall bitte ich euch auch, euch selber stumm zu schalten und jetzt im Folgenden dann auch das Video zu deaktivieren, weil, naja, das wissen wir ja alle, das spart oder das schont den Datenstrom. Ja, und dann noch die Ankündigung, dass es am Ende, also nach Peters Vortrag, noch eine Verlosung gibt. Wir verlosen ein Jahresabo der Creative Cloud von Adobe. Ein komplettes Jahr, also Tausende von Euro. Nein, also ein Jahresabo verlosen wir. Der Vollständigkeit halber alternativ, wer das nicht will, der kann auch ein Jahresabo, Katharina, hilf mir, ein Fotoabo haben. Da ist Photoshop, Lightroom dabei und 1 TB Cloud-Speicher. Ja, und wo ich gerade Katharina sage, wir organisieren die IDUC zu zweit, also einmal meine Person und dann die liebe Katharina. Möchtest du auch noch was sagen, Katharina? Ja, oh Gott, was gibt's noch zu sagen? Du machst es immer so vorbildlich und toll. Genau. Ja, wie du sagst, wir machen das zu zweit. Mein Name ist Katharina und gehe hier wahrscheinlich auch gerade ein bisschen unter den mittlerweile 74 Teilnehmern unter, was ich total großartig finde. Sowohl, dass wir so viele Leute sind, als auch, dass ich da ein bisschen untergehe. Genau, der Christoph hat ja schon alles gesagt und ja, ich freue mich auf heute Abend. Genau. Abonniert den Newsletter, besucht uns auf YouTube und bleibt dann gleich, wenn der Peter fertig ist, dran. Wie gesagt, eine kleine Verlosung. Ich werde eine Frage stellen und wer die als erster korrekt beantwortet, kriegt ein Jahresabo. Wer jetzt sagt, ach, wie schade, das habe ich doch gerade erst abgeschlossen.
für ein Jahr. Das macht nichts, wer das jetzt gewinnt, das wird dann eingelöst, quasi wenn das aktuelle Jahr abgelaufen ist. So, jetzt habe ich, glaube ich, genug geplappert. Ich übergebe an den lieben Peter und sage, ja, die Bühne gehört dir und bitte stell dich doch mal vor. Ja, also ich muss hier noch ein paar Dinge hinzuschnell rauslöschen. Ich möchte vielleicht beginnen mit der Agenda. Es freut mich natürlich, dass so viele Leute sich angemeldet haben für dieses Webinar. Ich dachte eigentlich, das Thema, das holt vielleicht 15 Leute hinterm Ofen vor. Freut mich natürlich, dass es jetzt so viele sind. In diesem Sinne wichtig, dass man vielleicht die Mikros auch stumm schaltet, wie Christoph gesagt hat, und auch vielleicht ein Video ausmacht. Ich werde etwa dreiviertel Stunde, eine Stunde ein Referat halten, gewisse Dinge vorführen, zeigen, und ich bitte deshalb auch Fragen vielleicht im Chat zu deponieren, und Christoph wird dann im Nachgang diese Fragen aufnehmen und die werden wir dann am Ende meines Referates aufzeigen. Ja, dann kurz zu meiner Person. Jetzt steht gerade mein Rechner still. Ich habe das Gefühl, das hat mit der Aufzeichnung zu tun. Die ersten technischen Probleme sind schon vorbei. Ja, wie gesagt, sonst stoppt die Aufzeichnung, mein Camtasia läuft noch. Ich werde mal den Video ebenfalls ausmachen und hoffe jetzt, dass es funktioniert. Ja, jetzt geht's. Das sind die Themen, die ich behandeln möchte und welche wir gemeinsam in etwa 30 solchen Folien anschauen. Zu Beginn zu meiner Person. Mein Name ist Peter Jäger. Ich bin gelernter Offset-Andrucker, Kopist und habe danach Reproduktionsfotograf und Lithograf im Praktischen dazugelernt. Ich habe dann den Technopolygraphen an der Graphischen Fachschule Aarau gemacht und seit 2001 bin ich mit Roger Thurnherr in der damaligen Firma Pre2Media tätig, ein Schulungsunternehmen im Bereich der grafischen Industrie. Im Mai hat dann Roger eine Festanstellung begonnen und ist jetzt im Grafischen Verband der Schweiz, im Viscom, tätig. Und ich bin alleine in der Firma Pro2Media neu tätig. Meine Themengebiete sind Farbbildbearbeitung. Ich habe Farbmanagement als Hauptthema und jetzt auch PDF-Erzeugung. Und dabei dient mir PDFA als Grundlage für Dokumentenlangzeitarchivierung. Und das auch im Zusammenhang mit freier Farbe ist sehr spannend und ich hoffe, in diesem Vortrag einiges darüber näher bringen zu können, wie die Idee von freier Farbe eigentlich auch ist. Doch zu Beginn zu freier Farbe. Freie Farbe ist ein gemeinnütziger Verein, den Holger Everding, ich und weitere 5 Personen gegründet haben, 2016, Sitz in Oldenburg. Und es sind Schweizer und deutsche Farbprofis hier im Verein, im Vorstand tätig und auch aktiv als Mitwirkende und aktiv auch mitarbeitende Mitglieder. Aktuell haben wir 50 Mitglieder in diesem Verein Freie Farbe und darunter, das klingt noch nicht viel, wenn man jetzt schaut, wie viele hier bei diesem Webinar mitmachen, aber es sind wirklich auch Branchenvertreter dabei wie Colorgate, Match My Color. Und also namhafte Firmen, die an uns Interesse gefunden haben. Der Zweck laut Satzung ist Förderung von offenen und freien Farbkommunikation, weil wir der Meinung sind, so wie es heute ist, unterliegen wir doch noch etlichen Zwängen und Einschränkungen und wir möchten eigentlich Farbe frei gestalten und mathematisch auch umrechenbar in andere Systeme. Die Öffentlichkeitsarbeit hat leider etwas gelitten. Deshalb bin ich jetzt auch froh, dass ich wirklich wieder mit einem Webinar über freie Farbe etwas erzählen kann. Wir haben eine Webseite, habe ich vorhin eingeblendet, www.freiefarbe.de und da auch einen Blog, den unsere Mitglieder aktiv auch betreiben und wo man Informationen rund um Farbe auch sich aneignen kann.
Die aktuelle Situation in der Praxis hat sich mir einfach auch aufgezeigt und da habe ich dann an einem Vortrag von Holger Everding an der Swiss Publishing Day gesehen. Er hat festgestellt, es gibt hunderte von Farbkollektionen und die sind urheberrechtlich teilweise geschützt und nicht frei berechenbar in andere Farbraumtransformationen oder Systeme. Und wir möchten hier einen Weg aufzeigen, wie man offene und frei berechenbare Farbmodelle in unserem Ansatz hier RGB und LAB am Computer anwenden kann und auch in Softwarelösungen integrieren kann und umrechnen kann. Dazu haben wir vor ein paar Jahren, vor 2 Jahren, haben wir einen Atlanten erstellt. Und dieser Atlant, ich mache da mal die Webseite von Freie Farbe auf, der ist hier auch käuflich erwerbbar. Es gibt einen großen und einen kleinen Atlas. Und jetzt sagen sicher viele, ja, es gibt schon viele Farbsysteme. Ich möchte im Detail dann aufzeigen, wieso das unser Farbsystem eines ist, das man sich anschauen sollte. Dieses Farbsystem ist gedruckt auf einem sehr exakt funktionierenden Epson-Drucker von der Firma Proof GmbH. Jeder einzelne Atlas ist zertifiziert und hat auch Download-Daten. Und diese Download-Daten sind frei verfügbar. Der ganze Atlas ist als PDF, also kann man sich anschauen, und es sind auch Spektraldaten im Download erhältlich zu jedem einzelnen Farbfeld. Ich möchte da nicht mehr lange darüber reden. Ich möchte mal zeigen, wie das PDF ausschaut, was man sich herunterladen kann vom Atlas. Und ich möchte im Detail aufzeigen, was es mit diesem PDF in sich hat. In unserem Farbatlas gehen wir davon aus, dass man mit dem Koordinatensystem HLC den LAB-Farbraum besser definieren und besser Farbe aussuchen kann. Sie sehen hier diesen 360-Grad-Farbenkreis und wir haben im großen Atlas die Farbtöne also auf Charts aufgeteilt und in 5-Grad-Abstufungen 72 solche Farbcharts abgebildet. Und ich möchte mal zeigen, hier H5 ist 5 Grad, dann haben wir 10 Grad, 15, 20, 25 und so weiter. Das sind die Farbtöne im Farbkreis in 5-Grad-Abstufung. Was ist jetzt speziell an diesem PDF? Sie können nun einblenden, was von diesen LAB-Farben, die wahrscheinlich kaum ein Monitor darstellen kann und ein anderes Ausgabegerät, was im sRGB abbildbar ist, was im Focra 39, was im ISO-coded und was im PSO-coded. Sie können diese Farbwerte also von da ausgehen, dass das, was Sie sehen, in diesen Ausgabefarbräumen auch wirklich abbildbar ist. Somit habe ich Gewähr, dass ich keine Farbe aussuche, die out of gamut ist von meinem Ausgabesystem. Wir haben hier HLC-System, aber Sie sehen, wir haben auch LAB. Links oben bei 95 steht die L und unten bei C haben Sie die LAB-Werte dieser einzelnen Farbe, welche Sie dann sich veranschaulichen können. So sieht auch der gedruckte Atlas aus, aber der gedruckte Atlas ist mit einem Epson gedruckt worden. Das ist dieses Profil, was ich jetzt einblende. Und da sehen Sie, der Farbumfang von diesem Epson-Drucker, der ist enorm und bildet einen sehr großen Farbraum über all diese einzelnen Farbtöne ab. Vergleicht man das wieder, wenn ich es rausnehme mit PSO-Coated, dann sehen Sie in jedem einzelnen Farbbereich, welche in den Ausgaben abbildbar sind. Dieser Layer, den können Sie gratis herunterladen und den Atlas, den haben wir in gedruckter Form, einmal in 10 Grad Abstufungen mit nur, sage ich mal in Anführungszeichen, 2040 Farbtönen. Und einmal mit 13.283 Farbtönen in 5 Grad Abstufung. Der hat dann 76 Farbcharts und der obere, der hat Stellung. logischerweise 36 Farbcharts.
Zu diesem gedruckten Atlas haben wir auch ein PDF und ein gedrucktes Büchlein mit den umgerechneten Farbwerten eines LAB-Farbwertes in ISO-Code V2300 und sRGB. Wie schaut das aus? Sie können auch wieder in 5 Grad Abstufungen hier erkennen, wenn Sie einen Farbton wählen, HLC, welches sind die RGB-Werte von diesem Wert, die Hexwerte und wenn möglich, wenn abbildbar, stehen auch die CMYK-Werte, aber wichtig, von ISO-Code V2300. Wenn kein CMYK-Wert oder RGB-Wert steht, dann ist das auch nicht in Gamut von diesen einzelnen Farbräumen. Also das wird auch mitgeliefert in diesem Paket, im Download-Paket, dieses PDF. Wir können auch die ASE-Dateien herunterladen und diese, das sehen Sie rechts unten, dann in Anwendungen wie Adobe-Programm oder auch Affinity und auch Scribus und so weiter integrieren. Selbstverständlich auch die CXF und CGETS-Dateien, welche zum Farbenrezeptieren benötigt werden. Auch diese liegen für alle Farbfelder zum Download gratis zur Verfügung. Wir haben im gedruckten Atlanten eine minimale Abweichung. Und da können wir mit gutem Gewissen sagen, viele Farbsysteme haben teilweise eine größere Abweichung, als wir es haben in diesem HLC Color Atlas. Das hat dann auch dazu geführt, dass Jan-Peter Hohmann bei DIN Connect einem Wettbewerb teilgenommen hat, wo wir dann auch den gewonnen haben und eine Förderung von Seiten von DIN erhalten haben, um diesen Atlanten zu produzieren. Und wir haben im November 2018 dann den kleinen Bruder der DIN-Norm, die DIN-Spec unter dem Namen Open Color Communication erhalten. Und da ist einfach das Ziel von der freien Kommunikation und Farbaustausch mittels diesen frei zugänglichen Hilfsmitteln. Ich bin jetzt eher der Praktiker in unserem Verein und nicht wirklich der Farbmathematiker und mit Zahlen auch nicht so gut. Und für mich war es einfach der Beweggrund, diesem Verein beizutreten, weil für mich das Color Management, wie wir es heute haben, auf beeindruckende Art unbedienbar ist. Und wenn wir uns die Herausforderungen anschauen, die wir im Alltag haben, wir haben heute verglichen mit dem, was ich früher als Andrucker gelernt habe, haben wir viel mehr Ausgabevarianten, als wir das früher hatten. Und wer weiß, vielleicht kennen Sie dieses Problem. Ich, für mich, hatte damit große Mühe. Wir hatten unterschiedliche Logodateien und auch unterschiedliche Bilddateien. Und diese sollten dann auf diverse Ausgabegeräte gelangen. Ich habe mir mal ein paar Webseiten von großen Unternehmen, ich habe hier bewusst die Namen nicht nennen wollen, weil das sind große Unternehmen, wo Logos zur Verfügung stellen. Und neben dem, dass wir unterschiedliche Dateien platzieren müssen in einem Layout-Programm, haben wir das Problem, dass wir auch unterschiedliche Logo-Dateien haben. Und ja, solche Dateien kommen teilweise, also bei meinen Kunden, oft sogar in Microsoft-Anwendungen. Und in meinem Fall möchte ich meine Farben auch in meinem FileMaker, das ist meine Buchhaltungssoftware, haben. Und da komme ich mit 4C oder mit HKS einfach nicht zurecht. Und aus diesem Grund habe ich mir mal überlegt, wie wäre es eigentlich, wenn ich mir einen kleinsten gemeinsamen Nenner suche und danach ein Unikat erstelle und aus diesen Unikaten Daten dann jeweils in die Ausgaben ableite. Und das habe ich mir dann in den vergangenen 2 Jahren mal zu Gemüte geführt, wie so etwas lösbar wäre. Mein Ansatz ist, ich habe mir
den Farbraum ausgesucht, welcher in Applikationen und auf Ausgabegeräten am geläufigsten ist und am wenigsten Probleme bei Umrechnungen gibt. Und das war für mich eindeutig der sRGB-Industriestandard. Und für mich ist es klar, ich kann eigentlich nur automatisieren, wenn ich standardisiere. Das heißt, wenn ich ein Layout oder ein Dokument erstelle, sollte ich nicht gemischte Daten platzieren, sondern ich sollte eben Unikate erstellen, die im gleichen Farbraum daherkommen. Dann war noch ein Aspekt, wieso ich mich für das entschieden habe, weil ich möchte meine Daten für Langzeitarchivierung speichern. Und da, wenn ich ein Output-Intent, wenn ich meine Daten in CMYK umwandle, kommt vielleicht in 15 Jahren die nächste neue Norm und dann habe ich wieder Mühe, meine Daten irgendwie umzuwandeln, mit Device Link zu versehen und so weiter. Und mein Ansatz war klar, ich möchte Unikate sRGB-Daten erstellen, die in allen Ausgaben abbildbar sind zum einen und ich möchte die dann umwandeln, wenn ich weiß, wohin die Reise geht. Ich habe das mal gemacht und die einfache Umsetzung möchte ich Ihnen einmal aufzeigen an meinem Beispiel von meinem Logo. Und dazu werde ich diese PDF-Datei einmal öffnen. Das ist eine PDF-A-Datei. Ich werde jetzt den Status deaktivieren und möchte Ihnen einmal aufzeigen, damit Sie erkennen, das ist eine reine RGB-Datei. Ich habe hier keine CMYK-Daten, sondern das sind alles sRGB-Daten. Das können Sie auch in der Ausgabevorschau hier oben erkennen. Nun habe ich die Colors PDF Toolbox mir angelegt und anhand von dieser Colors PDF Toolbox möchte ich Ihnen einmal aufzeigen, wie ich ein solches Dokument drucktauglich machen kann. Es gibt auch hier zwei, drei verschiedene Wege. Ich zeige mal den einfachen Weg und Sie sehen, das ist ein Plugin, was in Acrobat installiert werden kann, diese Colors PDF Toolbox. Es gibt sie aber auch als Standalone-Variante. Ich kann also ohne Acrobat das Gleiche machen. Ich gehe nun auf Farben und ich sage, ich möchte meine RGB-Farben umwandeln. Und wenn es noch Schmuckfarbe hat, möchte ich das auch nach CMYK wandeln. Und ich kann hier vordefinierte Ausgaben wählen. Meine ist jetzt aber nicht mit inbegriffen und aus diesem Grund wähle ich benutzerdefiniert und ich sage jetzt, ich möchte nach PSO Coded File 3 den neuen Standard und ich sage nun ausführen. Ich gehe mal hin und ich speichere dieses PDF-Dokument mit dem Namen Switchboard am Schluss. Switch. Und zwar in diesem Beispiel erwarten. So. Ich gehe in die Ausgabevorschau und Sie erkennen schon hier oben, die Ausgabebedingung ist PSO Coded V3. Ich schaue mal nach, habe ich CMYK-Daten? Ja, alles CMYK. Sind noch RGB-Daten? Nein. Ich gehe auf alle und ich werde mal jetzt das Schwarz ein- und ausblenden. Und Sie sehen, das Schwarz wurde auch sauber in dieser Konvertierung umgewandelt. Ich möchte nun zum Vergleich einfach mal diese Dokumente schließen und Ihnen die beiden Dokumente nochmals nebeneinander vorführen. Ich öffne diese nochmal, gehe unter Fenster anordnen nebeneinander und ich werde da mal auch den Standard deaktivieren. Und nun können Sie erkennen, die Farben sind umgewandelt worden. Ich sehe hier nochmals, links ist RGB und rechts habe ich CMYK. Nun habe ich mit meinem Atlas und auch mit einem anderen Hilfsmittel, was ich noch zeigen werde, einmal so ein Farben-CD erstellt. Und Sie sehen, neben HLC-Werten und den LAB, Hex, sRGB, habe ich auch PSO-Coded.
Ich werde mal hier auf diese Farbe gehen und Sie sehen, diese Werte sind leicht anders als das, was ich eigentlich hier aufgeschrieben habe. Das ist deshalb so, weil ich absolut farbmetrisch die Farben umgerechnet haben wollte, weil das Papier mit einbezogen hätte sein sollen. Und mit dieser Colors-Umwandlung ist es so, dass relativ farbmetrisch zum Tragen kommt und man weiß auch nicht genau, es gibt gewisse Rundungsfehler und so weiter. Aber rein optisch, sage ich mal, habe ich eigentlich das Dokument schon sehr gut hinbekommen aus sRGB mit nur einem Mausklick. Ich werde nun wieder in meine Dokumentation gehen und nun den zweiten Weg aufzeigen über die Colors PDF Toolbox. Das war die einfache Umsetzung und jetzt möchte ich mal diese Umsetzung zeigen mit einem Prozessplan. Wenn ich in der Colors PDF Toolbox einen Prozessplan mache, dann kann ich den mit Korrekturprofilen und auch mit x verschiedenen anderen Korrekturen verbinden. Ich zeige wieder das PDF, wie es ursprünglich war, in RGB. Und ich werde nun mal einen solchen Prozessplan, den ich vorbereitet habe, öffnen. Sie sehen, wie das ausschaut und ich gehe mal auf Bearbeiten. Und da sehen Sie meinen Prozessplan, welchen ich mit meinen Farbwerten RGB hinterlegt habe und den HLC-Werten. Gehe ich auf Bearbeiten, dann öffnet sich ein Fenster und ich habe jetzt die Möglichkeit, aus meinem RGB-Dokument die genauen RGB-Werte einzugeben mit einer Toleranz von 5, 2 reicht eigentlich aus und kann dann exakt numerisch zum Beispiel meine absolut farbmetrischen Werte, die ich über unsere Systeme erhalten habe, eingeben und das Dokument umrechnen. Zugleich zum Schluss mache ich dann noch eine PDF-X1A-Datei, welche eine Druckerei so übernehmen kann. Ich gehe mal hier auf Abbrechen und ich sage Prüfen und Korrigieren und ich speichere das Dokument jetzt mit Prozessplan. So. Das Dokument wurde erfolgreich umgewandelt und das ist ein Fehler teilweise vom Colors PDF Toolbox, kleines optisches Ding. Ich gehe jetzt auf die Ausgabevorschau und Sie sehen wieder Ausgabebedingung PSO Code V3. Wenn ich ganz links das PDF-Symbol öffne, ist es jetzt eine PDF X1A. Und ich möchte mal schauen, was ist alles noch RGB im Dokument? Nichts. Was ist alles CMYK? Haben wir alles richtig gemacht. Schwarz liegt auf Schwarz. Und wenn ich jetzt die Farbe Grün anfahre, dann sehe ich 46%, 1%, 85%. Das sind exakt diese Werte, die ich hier haben möchte. Und so kann ich eigentlich auf verschiedene Varianten relativ farbmetrisch oder auch mit gezielten Ausgabewerten von diesen Ausgabebedingungen, die ich habe, von einer Unikartendatei alles andere ableiten. Sie sehen auch hier, dieser Blauwert, den Sie hier sehen, der ist ebenfalls exakt mit 85, 44, 2 und 1% umgewandelt worden. Und so könnte ich absolut farbmetrisch meine Daten für eine Ausgabe, um das Papier mit einzubeziehen, aufbereiten. Also ich habe den Industriestandard sRGB, ich habe ein PDF-A. Dieses PDF kann ich auch in 20 Jahren auf eine neue Norm umwandeln. Und wenn die Möglichkeit besteht, dass die Farben oder die Ausgabegeräte mehr abbilden können, kann ich meine Stehsatzdaten nehmen und weil sie standardisiert sind, kann ich dann weiter ableiten. Das Ziel und das Bestreben von unserem Verein ist natürlich nicht, dass Sie selbst diese Daten jeweils umwandeln müssen, sondern wir sind daran, zum Beispiel mit Colorgate und anderen Repair-Stellern, dass man unsere Farbbibliotheken auf die Ausgabegeräte übernimmt. In einigen Softwaren, darunter auch Open-Source-Softwaren,
sind unsere Farbtabellen auch schon hinterlegt in den Programmen. Und Sie können direkt unsere HLC-Farbwerte anwählen. Und das Ziel, wie gesagt, ist es, so verbreitet wie möglich diese frei berechenbaren Daten zu verteilen auf Endgeräte und in Applikationen. So würde ein einfacher Austausch und eine exakte Farbe stattfinden, wenn Sie im Vornherein als Gestalter und Grafiker berücksichtigen, dass die Farbe, die Sie auswählen, auch wirklich in meinem Ziel abbildbar ist. Das war jetzt auch gemischt, ein bisschen Praxis und Theorie. Jetzt möchte ich mal ein Beispiel zeigen, was wir in der Praxis umgesetzt haben bei der Firma Timelec AG. Die hatten ein Zweifarben-Logo, also schwarz und eine Buntfarbe. Und der Chef der Firma, Claude Demuth, wollte ein Redesign seines Logos und das auf unterschiedliche Ausgaben dann ausgeben. Wir sind hingegangen und haben zuerst den Farbton über U-Wert, also über den H-Wert, ausgesucht. Und danach haben wir im Color Atlas geschaut. Er hat dann gemeint, gestrichene Papiere und Ausgabe auf digitale Medien, das reiche ihm. Wir haben uns dann beschränkt auf PSO Coated und auf sRGB, haben den kleinsten gemeinsamen Nenner herausgesucht und haben diese. Entschuldigung, ich muss mal etwas trinken. Kleiner Moment. Und wir haben dann diese Farbwerte in einer anderen Software dann herausgesucht. Und zwar über Gamut Map. Das ist eine Weblösung, welche Matthias Betz, ein Mitglied von uns, auch selbstständig erstellt hat. Ich möchte dies einmal zeigen. Das ist eine interessante Sache, weil über den gezeigten PDF-Layer können Sie nur einzelne Farbräume zueinander ansehen. Aber Sie können nicht die Schnittmenge von verschiedenen Ausgaben berechnen. In dieser Lösung kann ich hingehen, den XL-Farbatlas anwählen. Ich kann sagen, ich habe als Ausgabe möchte ich Hexwert und sRGB. Und ich hätte auch noch Textil, haben Sie hier noch ein paar Profile hinterlegt. Ich kann sagen, aktuelle Standards, ich möchte auf PSO-Coated und zum Beispiel ISO-Coated. Gehe ich nun auf Show, berechnet diese Seite, Gamut Map, die ist auch für jeden zugänglich, zeigt hier, welche Farbräume ausgewählt sind und zeigt jetzt nur die Schnittmenge, was wirklich in all diesen Ausgaben auch erreichbar ist. Es hat aber noch weiter einen entscheidenden Faktor in dieser Webseite, der spannend ist. Ich gehe jetzt mal auf dieses Grün, das wir ausgesucht haben. Wenn ich hier auf eine Farbe gehe, sehe ich sämtliche Umrechnungswerte. Ich habe die Möglichkeit, die ASE-Datei für mein InDesign, für mein Affinity, für mein Scribus herunterzuladen, zu implementieren. Die ist in LAB. Und ich habe die Möglichkeit, für Farbrezeptursoftware auch die CXF-Datei dieses Farbtons herunterzuladen. Und sämtliche Werte kann ich hier herauskopieren. Das haben wir bei dieser Firma gemacht. Wir haben dann das alles heruntergeladen und wir haben auch ein Farbmuster bestellt. Das Farbmuster können Sie auch hier direkt bestellen, weil im Farbatlas sind die Farbfelder relativ klein und bei Proof GmbH können Sie dann ein A4 von Ihrem Farbfeld, das Sie ausgesucht haben, mit einzelnen abreißbaren größeren Farbfeldern direkt bestellen. Wir haben dann das gemacht und haben eben diese Farbwerte übernommen. Und wichtig in einem heutigen Farben-CAD aus meiner Sicht, wir haben die geräteunabhängigen Farbräume, HLC, also die HLC-Angaben und LAB. Aber ansonsten bei RGB sollte immer auch das RGB benannt werden, also in meinem Fall sRGB. Und bei CMYK muss unbedingt auch der Profilname des verwendeten CMYK Output Intents und wenn möglich auch
absolut farbmetrisch oder relativ hinterlegt sein. Was jetzt spannend war, diese Firma wollte auch Notizblöcke erstellen und Kuverts und natürlich Briefpapier. Beim Zweifarben-Logo war es dann so, dass wir gesagt haben, dann brauchen wir eine Sonderfarbe. Ich habe mich dann mit Apple-Druckfarben kurz geschlossen und die haben anhand unserer Daten ab 1 Kilo eine Sonderfarbe gemischt. Und das war nicht genug. Ich konnte sogar das Auflagenpapier der Druckfarbenfabrik schicken und die haben mir dann einen Andruck gemacht und der war sensationell. Es hatte kaum Farbabweichung, es war genial und 1 Kilo Farbe hat dann gereicht, um diese Zweifarben-Drucksachen zu erstellen. Heißt, wir sind nicht zuerst von einer Sonderfarbe ausgegangen, sondern wir haben zuerst geschaut, was ist die Schnittmenge des Erreichbaren von den Ausgaben, die der Kunde möchte. Und danach haben wir eine Sonderfarbe anhand von LAB-Daten bestellt. Ein weiteres Tool für die Fahrzeugbeschriftung, was ich eingesetzt habe, ist der digitale Farbatlas von Holger Everding von DTP Studio. Der beinhaltet über 300 Farbsysteme. Und diese Farbsysteme, die können verglichen werden mit den HLC-Werten und RGB-Werten. Und ich habe dann mal gesucht nach einer Folie für die Autobeschriftung und fand dann eine, die ziemlich nahe am Resultat war. Dann hat mir aber der Werbetechniker gesagt, diese Folie haftet nicht so gut, nimm doch bitte eine andere. Und dann habe ich mir diese 3M-Folie herausgesucht. Die hat zwar ein Delta-E von 4,2, aber sie war auf diesem schwarzen Auto absolut stimmig und der Kunde war total zufrieden mit dieser Folie. Selbstverständlich können Sie mit diesen Angaben auch zu einem Folienlieferanten gehen und diese Folien bestellen, aber für ein, zwei Autos macht das nicht so viel Sinn. Wir hatten in absoluter Rekordzeit vor Weihnachten 2019 3 Wochen Zeit, um das Redesign zu machen und die ganze Produktion. Und bei der Produktion ist zu sagen, es kamen HP-Drucker zum Einsatz, es kam ein SwissQ-Printer zum Einsatz, es kam Indigo zum Einsatz, Web war etwas und wir haben auch aus dem ERP-System auf einen Canon-Drucker mit ein und demselben Logo gestaltet. Heißt, der Grafiker, der hat mir die Dateien gegeben. Ich habe das Logo so erzeugt, dass es ausgabeneutral ist. Er konnte alles gestalten mit nur einem Logo und danach habe ich, wenn gewünscht, die Daten umgewandelt. Einige haben aber gesagt, schick mir die RGB-Daten, wir wandeln es ins Ziel um. Wir haben funktionierendes Color Management. Schlussendlich muss ich einfach sagen, es war beeindruckend, wie gut diese Produktion vonstatten ging. Auch wie mein Logo produziert wurde. Mein Logo habe ich ebenfalls auf einem Brother-Drucker ausgegeben, habe es im FileMaker platziert, habe es in Office-Applikationen und ich habe es auf der Webseite dem Webmaster gegeben. Alles von einem Logo ausgehend. Ich habe keine Logo-Varianten. Das erspart viel an, ja, im Farbmanagement herum sich bewegen. Es ist effizient. Es gibt mir Sicherheit, dass ich, wenn ich zu Beginn schaue, dass die Farben auch wirklich erreichbar bin, dass das Farbmanagement funktioniert. Und ich bin in Zukunft, wenn neue Normen kommen, mit meinen Stehsatzdaten bereit, diese relativ einfach und auch gut wieder umzuwandeln. Ja, weitere Infos und Kurse, wie man mit diesen Dingen arbeitet und wie man mit solchen gestalteten Unikaten, auch mit PDF-Toolbox, sich eigene Separationen machen kann, Prozesspläne und so weiter, das bieten wir an. Und wir haben auch noch Come to Publish, das ist ein Videolernportal, wo wir auch Videos in Bezug auf Pitstop, Colors PDF Toolbox
Acrobat allgemein und Photoshop auch zeigen. Was brauchen wir als Verein? Und deshalb freut es mich, dass heute so viele da sind, weil die ganzen Atlanten, die PDFs, die Ausmessungen und so weiter, das alles war in Fronarbeit erstellt worden von den Mitgliedern. Und wir haben auch oft uns getroffen in der Schweiz, in Deutschland und haben uns auch regelmäßig im Austausch. Das alles braucht Zeit, Aufwendung und teilweise müssen wir auch Dinge finanzieren, produzieren lassen. Und aus diesem Grund zum Schluss auch noch ein Aufruf, wenn Sie Interesse haben und wenn Sie das, was ich jetzt gezeigt habe, spannend finden, bitte ich Sie auf freie Farbe, sich zu überlegen, Mitglied zu werden. Das kann als Aktivmitglied sein oder in Form von einem Mitgliederjahresbeitrag oder vielleicht von einer Spende. Wir würden uns freuen und vor allem auch für Leute, die in diesem Thema drinstecken, neue Ideen haben und uns anschließen möchten, um Farbe von Fesseln zu befreien und frei zu machen in allen Applikationen und Anwendungen. Ganz zum Schluss, und dann denke ich, können wir bereits in die Diskussion eingehen. Ich habe gesagt, 3/4 Stunden, 1 Stunde, bin also gut in der Zeit. Dieser Spruch von Albert Einstein, der hat mich motiviert, dem Thema mich genauer anzunehmen und die Dinge, die ich, und das sind nicht nur diese beiden Logos und Bilddaten, die ich so aufbereite. Ich habe schon ein paar Kunden, welche ich so bediene. Und die Tatsache, dass es funktioniert, bestärkt mich, den Weg, den ich jetzt eingeschlagen habe, auch wenn er ein bisschen anders ist, als was wir bisher kannten, weiterzugehen. In diesem Sinne nochmals ganz herzlichen Dank und ich bin bereit für Fragen.